Heute haben wir hier einen schönen VW Transporter T5 von Baujahr 2010. Ihr solltet darauf achten, dass die Räder gerade stehen und der Gang drin liegt, beziehungsweise die Handbremse angezogen ist. Dann entfernt ihr zunächst die kleinen Abdeckkappen an den Wischerarmen. Darunter ist eine 13er Mutter, die ihr lösen müsst. Bei VW sind die Muttern meistens sehr korrodiert und gehen recht schwer auf. Die Wischerarme gehen von Wischergestänge auch furchtbar schwer runter. Solltet ihr aber auf jeden Fall hier einen Abzieher bereit haben. Die Muttern entfernt ihr nicht ganz, sondern schraubt sie nur recht locker, aber nicht ganz runter machen. Ihr drückt mal hier aufs Wischergelenk, ob sich der Wischerarm löst, aber das ist hier nicht der Fall. Deshalb setzt ihr den Anzieher an. Und dann ist es sehr wichtig, dass die Mutter eben noch drauf ist. So könnt ihr den Anzieher entweder auf die Mutter setzen oder genau in das Loch von der Mutter. Somit ist der Anzieher zentriert und kann euch das Wischergestänge bzw. das Gewinde vom Wischergestänge nicht beschädigen. Den Abzieher zudrehen und sobald es klickt, ist der Wischerarm locker. So, jetzt entfernt ihr hier noch den Gummi am Windlauf, beziehungsweise erstmal die Muttern noch wegmachen natürlich und dann zieht ihr hier einfach diesen Gummischutz, Gummidichtung vom Windlauf weg. Könnt ihr im Motorraum liegen lassen, stört nicht. Drückt kurz auf das Gelenk des Wischerarms und dann geht er ganz leicht abzuheben. Beim Fahrerwischer ist es sehr gut, wenn ihr den abknickt, dann wisst ihr immer, dass dieser Wischerarm auf die Fahrerseite gehört. Der Windlauf selber ist in eine Nut an der Scheibe reingesteckt. Hier geht ihr einfach mit einem Klipseheber unter den Windlauf und hebelt den vorsichtig aus dieser Nut raus. Geht im Normalfall auch sehr gut raus. Geht nichts kaputt, wenn ihr da ein bisschen vorsichtig seid. Ist problemlos. Legt den Windlauf an eine sichere Stelle, dass ihr nicht aus Versehen drauf tretet und er dann durchbricht. Seitlich ist noch hier der Schlauch für die Spritzdüsen. Einfach nur mit einer kleinen Gummimuffe in den Windlauf reingeschoben. Müsst ihr nur rausziehen und später wieder reinstecken. So, jetzt haben wir rechts und links haben wir noch zwei Abdeckungen, die auch zweifach befestigt sind. Zum einen stecken sie mit in der Nut unten an der Scheibe. Das hebelt ihr bitte mit einem Plastikkeil daraus. Kein Metall, sonst würdet ihr den Lack beschädigen. Leicht unten drunter und da ist noch dieser kleine Clip. Und den auch wieder mit einem Plastikklipseheber bitte aus dem Kotflügel einfach entfernen. Geht da rein und zieht den raus. Steckt den gleich wieder in die Abdeckung, dann sucht ihr ihn später nicht. Und die Abdeckung soll da in dem Bereich, wo es in die Nut gesteckt wird, auf jeden Fall gereinigt werden. Dann rutscht sie wesentlich leichter wieder in die Nut rein, später beim Zusammenbauen. So, hier das gleiche Spiel nochmal. Von außen leicht die Abdeckung anheben. Und den Clip entfernen. Dann sind wir außen soweit fertig. Innen drin müssen wir noch den Spiegel entfernen. Der ist nur drauf gedreht. Das heißt, ihr dreht ihn entweder in die eine oder in die andere Richtung. Vierteldrehung, dann ist er weg. Und oben am Dach haben wir noch eine Scheibenantenne. Diese verläuft in der Scheibe und ist mit diesem kleinen Druckknopf hier einfach nur befestigt. Bitte, bitte passt beim Rausschneiden auf das Kabel auf. Es geht sehr leicht kaputt. Ansonsten beim Zusammenbauen einfach in umgekehrter Reihenfolge. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank, bis bald.